Willkommen bei Rub & Smoke. Ich bin Frank und ich zeige dir heute, wie du in 5 einfachen Schritten eine fruchtige und erfrischende Limonade mit gegrillten Zitrusfrüchten und dem Gewissen etwas für die heißen Tage am Grill zubereiten kannst. Limonade vom Grill. Ja, auch Limo kann man grillen. Der Sommer ist da und an den heißen Tagen dürfen kalte, erfrischende Getränke natürlich nicht fehlen. Vielleicht willst du deine Grillgäste mal mit etwas Originellem überraschen. Da legst du mit dieser selbstgemachten Limonade goldrichtig. Sie kann schnell und einfach schon vorher zubereitet werden, hält sich gekühlt locker 3 bis 4 Tage im Kühlschrank und für die Freunde der alkoholischen Getränke mit einem Schuss Whisky oder Gin wird diese Limo der Knaller auf deiner nächsten Grillparty und stellt jeden Cocktail in den Schatten. Wie das genau auf deinem Grill funktioniert, zeige ich dir jetzt in 5 einfachen Schritten. Die Zutaten habe ich mir hier schon alle bereitgestellt. Den Link zum Rezept und Zutatenliste findest du wie immer in der Videobeschreibung. Und wir legen direkt los mit Schritt Nummer 1, der Vorbereitung der Zitronen und Limetten. Bevor du loslegst, heizst du erstmal deinen Gasgrill auf starke bis sehr starke direkte Hitze vor. Dazu zündest du deine Brenner und stellst alle Brenner auf volle Stufe. Die Zieltemperatur von ca. 250 Grad wird nach 10 bis 15 Minuten erreicht sein. In dieser Zeit halbierst du jetzt die Zitronen und Limetten. Dann streust du braunen oder weißen Rohrzucker auf ein großes Blech und legst die Zitrusfrüchte mit der Schnittfläche nach unten auf den Zucker. Das Ganze lässt du jetzt bei Raumtemperatur 10 Minuten ziehen. Der Grill hat jetzt die 250 Grad erreicht und der Grillrost wird jetzt erstmal vollständig gereinigt, abgebürstet und danach mit einem mit Rapsöl getränkten Küchentuch eingerieben. Solltest du die Limonade für deine Grillparty vorher zubereiten, hast du jetzt das Thema Grillreinigen auch gleich erledigt. Jetzt setzt du die Zitrusfrüchte mit den gezuckerten Schnittflächen nach unten auf deinen Rost und grillst sie für ca. 6 bis 8 Minuten bei direkter Hitze mit geschlossenem Deckel, bis die Schnittflächen schön braun und karamellisiert sind. Wir nehmen jetzt die fertig gegrillten Zitrusfrüchte vom Grill und lassen sie ca. 5 Minuten abkühlen. Schau mal, was für eine schöne Farbe die Schnittflächen bekommen haben. Der aufsteigende Duft von dem noch warmen Zitronensaft mit dem karamellisierten Zucker ist einfach überragend und das gibt nachher in der Limonade eine schöne Karamellnote. Jetzt werden 3/4 der Früchte einfach ausgepresst und der Saft in eine Schale gegeben. Das ergibt ca. 300 bis 400 ml Zitronensaft. Jetzt musst du nur noch mit einem Schneebesen deinen Blütenhonig mit dem ausgepressten Zitronensaft verrühren und den fertigen Sirup in den Kühlschrank stellen. Ich stelle gleich 4 Trinkgläser mit 400 bis 500 ml Volumen zum Vorkühlen mit dazu. Die restlichen Zitrusfrüchte schneiden wir jetzt noch in grobe Stücke. Wenn dir dieses Rezept übrigens gefällt und du weitere originelle Rezepte oder entscheidende Tipps und Tricks für den Grill nicht mehr verpassen möchtest, dann abonniere meinen Kanal und vergiss nicht die Glocke. Ab sofort kommt alle 2 Wochen regelmäßig am Sonntag ein neues Video. Natürlich immer mit Rezept-PDF, die du dir ausdrucken und als roter Faden an deinen Grill legen kannst. Zum Servieren jetzt einfach Crushed Eis in die Gläser geben und darauf, je nachdem wie zitronig die Limonade schmecken soll, pro 400 ml Glas ca. 60 bis 80 ml Sirup eingießen. Wer mit Schuss trinken will, gibt jetzt noch einen Schuss Whisky oder Gin mit dazu. Jetzt nur noch ein paar Zitruswürfel in die Gläser verteilen und jeweils 2 bis 3 Blätter Zitronenmelisse oben drauf geben und das Ganze mit eiskaltem Mineralwasser oder Sprudel auffüllen. Einmal umrühren und genießen. Manchmal gebe ich auch Minze anstatt der Zitronenmelisse oder beides mit ins Glas. Das gibt nochmal einen anderen Geschmack
Probier das aus, was dir lieber ist. Leute, das ist der perfekte Drink für die heißen Tage. Richtig aromatisch und mal was völlig Neues. Nicht so süß und mega lecker. Erfrischend und fruchtig mit dem gewissen Etwas. Der karamellartige Geschmack vom Grillen, der Zitronen mit Zucker. Einfach richtig lecker. Und ich verspreche dir, mit einem Schuss Whisky oder Gin wird das der Knaller auf deiner nächsten Party. Jetzt weißt du, wie das funktioniert. Vergiss nicht, dir die PDF mit der Zutatenliste runterzuladen. Dann kannst du direkt loslegen. Gib mir bitte wieder Feedback, wie dir die Limo geschmeckt hat. Wir sehen uns wieder am Grill. Bis zum nächsten Mal. Dein Frank von Rub'n Smoke.